Das Wort hat der Kollege Andreas Lemmel für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eben leider wie immer in den Debatten, ich meine, die Diskussion über Rüstungsexporte, dass das keine einfache Diskussion ist, das wissen wir alle. Nur krankt die Diskussion immer wieder daran, dass Herr van Aken versucht, sozusagen Rednern anderer Fraktionen die Worte im Mund umzudrehen, ja, dass sie völlig populistische und völlig losgelöste Sachen behaupten, die durch nichts gedeckt sind. Und das ist genau dieselbe Diskussion, die wir ja gestern schon geführt haben im Zusammenhang mit CETA. Die Linken betreiben eine Politik, wo sie mit populistischen Floskeln, ohne Details, ohne dass sie auch wirklich sachlich aufklären, unter den Menschen Ängste schüren, um sozusagen gegen die Regierung, gegen die deutsche Politik zu argumentieren. Sie haben doch gerade von Herrn Pfeiffer genau die Worte im Mund umgedreht. Es stimmte doch einfach nicht, was Sie behauptet haben. Und ich erinnere Sie immer mal wieder an die Historie Ihrer Partei. Ja, wir sind jetzt in Deutschland. Wir haben die restriktivsten Rüstungsexportkontrollen, die restriktivsten Exportrichtlinien, die Grünen im Übrigen mitgeschrieben haben. So. Naja, nur langsam. Und die Waffen, die zum Teil heute noch in der Welt sind, die Al-Qaida und andere benutzen, sind keine deutschen Waffen. Das sind möglicherweise noch Waffen, die die Sowjetunion mit ihren sozialistischen Partnern unter die Welt gebracht hat. Völlig unkontrolliert, meine Damen und Herren. Und Herr Nuripur, Al-Qaida kämpft nicht mit deutschen Waffen. Das müssen Sie doch einfach mal deutlich sagen. Es sind keine deutschen Waffen. So. Es gibt ganz andere Nationen wie die Russen oder wie die Amerikaner, die völlig unkontrolliert das tun. Und Sie können doch jetzt wirklich die deutsche Rüstungsexportpolitik nicht mit anderen gleichsetzen. Also das ist absurd, was Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Kollege Lemmel, ich gestatte keine Zwischenfrage. Und dann müssen wir mal genauer reingucken. Herr Nuripur, Sie haben es ja selber gesagt, der Herr van Aken, mit seiner populistischen Darstellung Rekorde. Gucken wir doch mal rein, was denn auf der Exportliste steht. Also in den Oman zum Beispiel. In den Oman von den 96 Millionen Euro Rüstungsexporte, die da hingeliefert sind, sind 25% wertmäßig gesehen Flugleiteinrichtungen, 20% sind LKWs, 12% sind Datenverarbeitungsanlagen und 12% sind Dekontaminationsausrüstungen. So. Wenn man mal in die Vereinigten Arabischen Emirate schaut, dann haben wir 107 Millionen Export, davon sind 40% LKWs, Schwerlasttransporter, Sattelauflieger, 20% sind Überwachungssysteme, der Rest sind See-, Minen-, Räumsysteme, aber auch Sportpistolen und Jagdgewehre. Ich will damit bloß mal sagen, ja, man muss schon, wenn man so eine Diskussion führt, ehrlicher differenzieren, und daran krankt eben diese ganze Diskussion. Weil Sie versuchen sozusagen hier ein Monster aufzubauen, Deutschland als Politikmonster im internationalen Rüstungsexport. Und der Kollege Pfeiffer hat ja darauf verwiesen, dass die deutschen Zahlen insgesamt am weltweiten Rüstungsexport sich deutlich verringert haben. 4,7% von 14%. Also, und sowas ignorieren Sie ganz einfach. Dazu kommt, meine Damen und Herren, und das muss man ja auch noch mal die Frage sich stellen, ja, an die Kollegen der linken Fraktion, die ja ihren Antrag heute gestellt haben. Herr van Aken hat ja gar nicht dazu gesprochen. Er hat das sozusagen die globalen Dinge der Welt erklärt. Wie halten Sie das denn mit den UN-Missionen? Wenn man zu einem Verbot käme, ja, wenn man das mal sieht, da haben wir das Thema UN-Missionen. Wie verhält sich dann Deutschland? Deutschland ist dann eben praktisch raus. Blicken wir mal nach Afrika, dort, wo sich jetzt eine große Ansammlung von Terroristen südlich der Sahara bewegt, in den sogenannten Sahel-G5-Staaten. Dort gibt es die Bemühungen, dass die Afrikanische Union eine Eingreiftruppe aufstellt mit Oberkommando in N'Djamena im Tschad, um sozusagen selbst den Terrorismus in der Sahelzone zu bekämpfen. Teilweise können sie in den Ländern überhaupt nicht mehr sich bewegen, weil praktisch terroristische Gebiete es überhaupt nicht mehr erlauben, dass man da hinreist. So, und wer stattet denn nun die Mission der Afrikanischen Union aus?
Das ist doch die Frage. Sollen wir das mit unseren demokratischen Grundsätzen machen? Oder sollen wir das den Russen überlassen oder den Chinesen, wo völlig praktisch überhaupt niemand eine Kontrolle darüber hat, was da geliefert wird? Also das ist doch die Frage, welche Sicherheitsinteressen verfolgen wir auch mit unserer Rüstungsexportpolitik? Und da ist es eben nicht so einfach, wie Sie das immer wieder versuchen darzustellen. Auch in dem jetzigen Rüstungsexportbericht ist doch klar zu sehen, dass Deutschland, ich glaube, 8 VN-Missionen unterstützt mit dem Export von Gerätschaften. Auch das würde bei einem Verbot völlig unter den Tisch fallen. Und da frage ich mich, auf der einen Seite fordert die Welt, Deutschland ist wirtschaftlich ein starkes Land, deswegen fordern natürlich die NATO-Partner, deshalb fordern unsere Verbündeten weltweit ein stärkeres Engagement Deutschlands. Gar keine Frage, das ist ja auch richtig so. Aber wie soll man das leisten, wenn wir mit dem restriktivsten Recht sozusagen uns ein Verbot auferlegen und andere Staaten, wo keine Kontrolle da ist, wo überhaupt nicht diskutiert wird über den Verbleib von Waffen, wenn die in diese Lücken springen? Wissen Sie, das ist genauso absurd wie die Diskussion um den Export von Kohlekraftwerken. Ja, Deutschland will sozusagen die Welt damit heilen, dass keine deutschen Kohlekraftwerke mehr in die Welt geliefert werden, mit deutscher Exportfinanzierung versehen werden. Ja, gut, wir ruinieren unsere Industrie damit, wir gefährden Arbeitsplätze auf hohem Niveau, aber die Kraftwerke werden doch gebaut. Ja, da freuen sich die Japaner, die Chinesen, die Russen, alle freuen sich darüber, wenn Deutschland als gesitteter Staat sich hier aus diesen Exporten rauszieht. Deswegen ist Ihr Antrag eigentlich ziemlich absurd. Dann muss man noch etwas sagen, auch zum Kollegen Ilke von der SPD. Also, woher Sie das wissen, dass sozusagen SPD-Kollegen im Sicherheitsrat anders abstimmen als CDU-Kollegen, da frage ich mal die Frau Zypris, ob sie das bestätigen kann. Also wir kriegen nie das Abstimmungsverhalten mitgeteilt. Meines Erachtens ist es geheim. Ja, also das können Sie mir dann ja nach der Debatte noch mal verraten, wo Sie die Informationen her haben. Und eine zweite Sache möchte ich mal noch aufklären. Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam, CDU, CSU und SPD, im Koalitionsvertrag diese neue Regelung mit den Rüstungsexportberichten geregelt. Dass jetzt der Wirtschaftsminister den Willen der Koalition ausführt, das ist ja das Normalste der Welt. Also insofern muss ich mal sagen, Ursprung ist die Koalitionsvereinbarung und dass das Wirtschaftsministerium das jetzt macht, ist ja ganz klar. Also insofern gibt es da nicht nur eine Person, die jetzt nun hier den Glorienschein davonträgt, sondern es war unser gemeinsamer politischer Wille und das möchte ich auch noch mal ganz klar in die Richtung der Linken sagen. Wir wissen ganz genau, wie sensibel die Geschichte ist. Nur mit Ihrem Populismus wird man erstens mal in der Welt nichts verändern und zum Zweiten werden wir oft die deutsche Politik nichts Vernünftiges zustande bringen. Wir sind da besser in der Spur und ich denke, es hat sich in den letzten Jahren gerade auf diesem Gebiet sehr viel getan und den Weg werden wir auch weiter beschreiten. Vielen Dank. Zu einer